So, mittlerweile sind wir bei Part 10. Jetzt sind wir schon zweistellig, beziehungsweise Level 10, kann man ja auch sagen. Und zwar bei Konflikt Desert Storm. Ja. Immer noch. Der Nachbar scheint sich wieder beruhigt zu haben aus dem letzten Part. Jetzt wird er wieder brunnen. Ja, und jetzt kommt mein absolutes Hasslevel in diesem Der Spiel. Panzerangriff. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen da echt mal gucken, dass wir auf die Xbox dann extra nochmal auf schwer machen. Nur der zwei Panzerangriff. Muss ich jetzt alles auf schwer spielen bis dahin und dann musst du Panzerangriff spielen. Das würde mich Bin ich freuen. mal gespannt, bis wann wir dahin kämen. Das dauert ein bisschen, aber wir kommen hin. Ja, aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, jedes Auch Spiel schwer zu spielen. erstmal in drei Schwierigkeitsstufen zu spielen oder so. Wie gesagt, wir spielen so, wie wir Bock haben. Und dann ist gut. Alle feindlichen Panzer in der Schlucht müssen neutralisiert werden. Beleuchten Sie feindliche Panzer mit dem Ziellaser, damit die A10 angreifen können, oder greifen Sie mit den LAWs das Heck der gegnerischen Panzer an. Die republikanische Garde hat mobile ZSU 23-4 AA-Kanonen, das heißt für die NATO bestimmte Schilka-Flugabwehrkanonen eingesetzt. Zerstören Sie diese, um die Angriffe der A10 Thunderbolts vorzubereiten. Die Straße durch die Schlucht wurde durch Panzerfallen vom Typ Eagle blockiert. Zerstören Sie diese, damit die zweite Panzertruppe vorrücken kann. War unser Panzer. Das ist auch wieder so eine Mission, die man zu zweit cooler zusammenspielen kann, weil dann kann einer mit dem Panzer fahren und der andere kann den Weg freiräumen. Ich kann ja gerne den Schreier jetzt da unten mal fragen. Nee. Lass mal gut sein. Der schreit doch einmal alle um die alle Panzer hauen ab. Alle Panzer. Die rollen alle zurück. Ist das jetzt unser Panzer, der da steht gerade? Ja, ne? Ja. Schade, ob man den einsteigen kann und fahren kann. Man kann einsteigen und fahren. Ja. Das Problem ist, ja, fahr noch ein Stück, da kommen drei andere Panzer, die schießen dich über den Haufen. Das ist ja das Problem. Der Panzer ist eigentlich nur da, um durchgefahren zu werden. Also, für mich eigentlich totaler Schwachsinn. Aber was soll's. Lumia! Wir brauchen einen, der uns den Rücken frei hält. Der Panzer wartet darauf, bis du an der Weg frei bist. Ja, es klingt doof, aber wenn du mit dem Panzer da reinfährst, ist Feierabend. Infanterie voraus! Da kommen sie. Best Friends. Thank you.
nach dem Level machen wir mal eine kleine Pause. Für euch geht es natürlich im nächsten Part weiter. Kommt ja auch drauf an, wann ihr es guckt. Ob ihr es guckt, wenn alle sind draußen in einem Part, oder wenn ihr es guckt, wenn ihr wartet auf den nächsten Part und sagt, was. Wenigstens noch sagen, also wenn mal wirklich irgendwo was schief geht, nochmal anfangen irgendwie oder. Naja. Ja. Ja, wir machen das grundsätzlich auch so, wir laden meistens, oder 90% laden wir Sachen hoch, die meistens schon komplett fertig sind. Ja. Und nicht dann was hochladen und dann sagen wir auch, jo, das machen wir dann nächstes Jahr mal weiter. Das hat keinen Sinn. Nee, es sei denn, es sind jetzt Spiele, die irgendwie man nicht so richtig durchspielen kann, wie mal ein Sims oder sowas. Weil das sind ja Spiele, da kannst du ja was weiß ich, nicht stundenlang dran spielen, da kannst du ja tagelang oder Wochen. Ich sag nur Sims 2, ne? Mit Sims zum Beispiel, wenn du da alle DLCs hast, viel Spaß beim Bauen, ey. Da weißt du gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Ja. Kinder kriegen, dann werden die älter auf einmal. Boah. Es ist halt nur schade, die Sims, die Reihe hat sich auch sehr, sehr zu ihrem Nachteil entwickelt, ey. Sims 4 ist auf dem PC eigentlich noch okay, auf der PlayStation absolute Grütze, ey. Das ist. Steuerung ist der letzte Schrott, sag's doch, wie es ist. Ja, ich habe halt auf der Xbox gespielt. Ich brauche halt gar nicht weiter zu zocken, ganz ehrlich. Wir haben zwar ein Haus gebaut, weil wir ein bisschen gescheatet haben, so hat es dann mindestens ein bisschen Spaß gemacht. Aber sonst. Damals Sims brechen aus, angemacht, geflasht. Ja. Sims 2 angemacht, geflasht. Sims 1 war auch gut. Ja. Sims 3 auf der Konsole PS3 konntest du in eine Tonne kloppen, das war auch nichts berauscht, das war scheiße. Sims 3 auf dem PC war eines der erfolgreichsten Spiele, genau wie Sims 2. Aber Sims 4, gut, auf dem PC ist es auch okay, okay. Aber auf den Konsolen, auf den heutigen Konsolen eine Frechheit. Dann kauft ihr schon die verbesserte Version, dafür 80 Euro diese Party Edition, was das ist. Und ja, was ist drauf? Ich glaube, ihr könnt noch 20 andere DLC-Pakete dazu kaufen. Für mindestens 200 Euro. Das ist das, was wir in den letzten Parts oder in anderen Let's Plays auch immer gesagt haben. Alles läuft nur mit DLCs und alles läuft nur mit Geld. Kein Bock mehr. Wird nur noch fehlen, dass die Sims, dass ihr Sims-Geld, dass das nachher auch noch mit echtem Geld bezahlt werden muss. Wenn ihr arbeiten gehen kannst, musst du 500 Euro bezahlen. Irgendwann kommt das mal ab. Bisher hat es in dem Level hier wieder sehr gut geklappt, aber nicht alles. Man weiß ja nicht. Das ist aber ein kompletter Team im Panzer, ne?
zwei Mann. Connors braucht doch keinen Panzer, oder? Er ist der Panzer. Ja. So ungefähr. Was man hier auch schön hört, ist so, weil es Nacht ist, so die Grillen zirpen und sowas immer im Hintergrund, oder auch der Himmel sieht auch eigentlich ganz gut aus, Mond ist da. Es geht doch, es braucht Geduld, aber es geht. Alles, was vorher schon weg ist, ist immer der Vorteil. Später. Ich werde jetzt auch an der Stelle hier nochmal speichern, damit nichts schief geht. Wie gesagt, die Missionen hier, die sind nicht so ganz ohne und man kann halt auch mal Pech haben einfach. Das ist nicht so in Ordnung. Weißt du überhaupt noch, wie viele Missionen es gibt? Ungefähr, circa. Gute Frage, keine Ahnung, 20 oder so? Ich weiß es nicht. Das ist schwer, ne? Ja. Vor allem eins, das sich lohnt, weil, wie gesagt, es geht lange, man hat drei Schwierigkeitsgrade, die auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich sind. Dann, man kann es zu zweit zocken. Mal wieder mal durchzocken. Die Steuerung ist immer noch gut für die Verhältnisse. Also wir haben jetzt wirklich ein paar Spiele getestet, mal so die Tage. Auf verschiedenen Konsolen, wie das so aussieht und wie das sich steuert. Also manche Spiele finde ich noch gar nicht mehr ganz so cool wie damals. Ja. Gut, jetzt habe ich einen Panzer vergessen, aber ich habe ja gerade eben gespeichert. Ist einen Panzer jetzt gestorben? Ja. Krass. Nicht schlimm, wir haben gerade gespeichert und ja, wie gesagt, man kann sich nicht jeden Panzer merken, der irgendwo wartet. Das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ist nicht weiter schlimm, wir haben gerade eben von einer halben Minute gespeichert, von daher nichts passiert. Ja, und genau das habe ich gemeint.
Weil du machst hier in dem Spiel einen kleinen Fehler und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Draußen spallert einer rum, aber jetzt echt hammerhart. Ja, keine Ahnung. Also es, man meint gerade hier, es würde einer die Woche hier ein Haus renovieren. So käme es einem vor. Aber ein ganzes. So, da sind wir wieder. Nichts passiert. Im Vorfahren bis um die Ecke, bis kurz vor um die Ecke. Naja. Und dann ist es wieder Arbeit von Connors. Man kann pro Level übrigens zweimal speichern, also nicht unendlich Speicherpunkte. Zweimal pro Level. Finde ich okay. So. Mr. Connors. Yes, perfekt. Dann weiter sein, dass bei dir diese Kirmes da vielleicht ein Feuerwerk veranstaltet. Ja, hast du recht. Genau, ja. Das ist es. Drin. Weil ich glaube, die ist nämlich heute vorbei. Deshalb, jetzt haben wir hier ja auch noch ein Feuerwerk. Da hast du vollkommen recht. Erst haben wir einen Idioten, der die ganze Zeit einen Krach macht, dann haben wir einen, der auf irgendwie ein Dach am Neudecken ist und jetzt haben wir ein Feuerwerk. Ey. Ja. Und das alles nur für euch. Part 10 ist Jubiläum hier. Ja, wir haben ja auch ein Feuerwerk immer wieder. So viele Panzer, wie hier in die Luft fliegen. Ja. Passt ja, ne? Hier wieder. Wie gesagt, die Levels sind jetzt schon ein Stück länger. Gut, wir sind jetzt einmal gestorben, das haben wir jetzt dann nicht. Und der Mikro! Da haben wir schon dran. Rein auf der GameCube, seitdem wir da ganz am Anfang wirklich ein kleines Problem mit dem Laser hatten. Ja, ja, ich hatte sehr ein bisschen Laser getauscht und gewechselt und ja. Läuft und läuft. Wird ja
nicht das einzige Let's Play sein, was ihr wieder seht. Es kommen ja noch einige andere nach und nach. Ja. Und wir hoffen, dass die Konsole das überlebt, ne? Looten die richtig, damit der Boden liegt? Ja, cool. Gut gemacht. Spiel ist ab 16, ne? Sehr. Du bist dann auch nicht so übertrieben mit dem Mund. Das ist eigentlich ziemlich realistisch. Manche Filme sehen Blut wegspritzt, wie war das mal bei Shell Shock 2, ne? Ist ein geiles Spiel, aber ist natürlich ein sehr blutiges Spiel. Ah, gut, bei dir das Feuerwerk scheint sich zu lohnen, also. Ich würde nicht wissen, wie viel das gekostet hat, ey, wenn sie da hochsprengen. Ja. Hier müssen wir mir. Gibt's da nichts. Level ist, werde ich jetzt hier noch einmal speichern, weil wie gesagt, das sind so die zwei Punkte, da habe ich eigentlich immer gespeichert, wenn ich dieses Spiel spiele, egal ob leicht, mittel oder schwer, weil es ist einfach... Das ist auch was, ne, beschwert sich fürs Fall. Ja, aber total in die Hose. Meiner Lieblingsspiele. Wenn es jetzt heißen wird, Lieblingsspiel auf der GameCube, ja, wäre bei mir Desert Storm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt kein Mario hinterher. Wie gesagt, vielleicht wird es mir auf der Xbox noch besser gefallen, ich weiß es nicht. Nee, es war okay, er hat's geschafft bis dahin. Tom Jones! Nee, der David Jones. Weg,
Zu mir! Das war's. Wir haben es geschafft. Sehr gut, Chef. Gute Arbeit. Orden verliehen. Folie wird befördert. Fähigkeiten erhöht. Befördert. Zum Major. Orden verliehen. Silver Star verliehen. Fähigkeiten erhöht. Erfahrung erhöht. Ja, das haben sie sich aber auch wirklich verdient, muss man sagen. Bei dem Kampf da. Ja, wie gesagt, eins der schwierigsten Level im ganzen Spiel, muss man wirklich so sagen. Das war Part 10 mit so mächtig Feuerwerk und Co. Wir nähern uns dem Ende. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!